scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Artig, danke, danke, danke. Und was ich heute mitnehme, ist nochmal der Hinweis auch, fragt uns, ja, fragt uns. Wir sind schon Wege gegangen, ungewöhnliche Wege. Wir haben auch ungewöhnliche Konzepte für euch. Und was ich mitnehme ist, wir schaffen es oft nicht alleine. Ich habe es auch nicht alleine geschafft. Wir brauchen Mentoren, wir brauchen einen Coach, wir brauchen jemanden, der den Weg schon gegangen ist, wie Reinhold Messner, ja. Wir orientieren uns an den Menschen, die schon da sind, wo wir gerne hin möchten. Und wenn es eben jemanden braucht, der uns helfen kann, die richtigen Schritte zu gehen, Mut, Entscheidungen zu treffen, dann wendet euch bitte an uns hier. Wir sind eure Impulsgeber und Impulsgeberinnen. Und jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Impulsgeberin, die schon einige Male hier bei uns auch gesprochen hat. Und sie hat in ihrem Namen schon das Wörtchen Mut. Ja? Sie ist Expertin für Vitalität und Ausstrahlung. Ihr Name ist Petra Mutmann. Sie könnte auch Mutfrau heißen. Und ihr Thema heute ist, wie ich zur Mutfrau wurde. Sie ist schon seit über 26 Jahren weit über Münchens Grenzen hinaus bekannt als Modemacherin mit maßgekleideten, mit nachhaltigen Maßkleidern, ja. Wirklich auch, sie hat uns mal das Wort gegeben, dass wir nicht Klamotten sagen sollen, sondern wirklich uns auch wieder kleiden. Das habe ich behalten, liebe Petra. Ja, das sind diese wertvollen Impulse auch im Bereich der Sprache. Und sie hilft da den Kunden wieder zurück in eine Zufriedenheit, auch in eine Zufriedenheit mit unseren Maßen, die sich verändern, ja, die Körpermaße, die sich verändern, auch im Alter. Und da die richtige Kleidung zu finden, und das ist, finde ich, ein großartiger Job, denn da fängt ja auch alles wieder an, in der Zufriedenheit, mit der Selbstliebe, sich wieder so zu lieben und anzuerkennen, wie der Schöpfer uns geschaffen hat. Wie ich Mutfrau wurde, liebe Petra, da sind wir sehr gespannt auf deine Geschichte heute Abend, auf deine Impulse. Die Bühne gehört dir. Du bist in deinem Paradies, in deinem Studio, ja. Und die Bühne gehört dir und das Mikrofon natürlich auch. Und du darfst dein Mikrofon natürlich auch anmachen, bitte. Wundervoll, dankeschön. Jetzt hört ihr mich alle. Ich bin sehr erfüllt von den tollen Reden zuvor. Ich bin irgendwie sehr bewegt. Und ich habe mich ganz bewusst jetzt hier in meinen neuen Schaffensraum gesetzt, damit ihr das sehen könnt. Aber ich will einfach mal anfangen, wo alles anfing. Oder vielmehr, ich habe ja in München vor 27 Jahren ein Geschäft gegründet. Und ich wollte einfach mal euch sagen, wie es denn normalerweise in diesem Geschäft anfing. Der Kunde kommt in mein Geschäft, hat einen Termin, zeigt mir dann ein Bild, das dann so aussieht und sagt, ich will heiraten und der Anzug soll so ausschauen. Also das ist so der klassische Kunde, der kommt meist eben 3 Monate vor der Hochzeit. Und dann mache ich den natürlich, sage, das ist Brad Pitt. Naja, Brad Pitt sind jetzt nicht. Aber ich versuche trotzdem, das Beste dann aus diesem Anzug zu machen. Und immer mehr spürte ich, dass mich das nicht zufrieden macht, Menschen einfach nur einen schön perfekt sitzenden Anzug zu machen, sondern dass es tiefer gehen sollte. Dass ich einfach mal nachfrage, bist du denn glücklich in deinem Körper? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Und da konnte ich mit meinem Laden in München relativ wenig, der ist so groß, dass man ihn als Modeladen irgendwie wahrnimmt oder als Schneiderladen,
Ich bin allerdings keine Schneiderin, sondern ich produziere in Portugal von vielen Menschen gefertigte Kleidung, die wirklich sehr, sehr gut ist qualitativ und die Mitarbeiter werden gut bezahlt. Das ist mir extrem wichtig. Aber wie gesagt, ich hatte dann irgendwann mal so das Gefühl, Kleidung ist nicht mehr das, was mich alleine glücklich macht. Es geht mir um mehr. Es geht mir um Zufriedenheit. Es geht mir um Gesundheit. Und die meisten meiner Kunden wurden eben dann auch etwas fülliger. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn tun, um das Ganze von innen nach außen eben zu betrachten? Und habe dann hier in Endorf, wo ich jetzt vor anderthalb Jahren mein Geschäft eröffnet habe, bin ich einen unglaublichen Schritt gegangen. Und zwar habe ich in dem Haus, das ich gekauft habe, hatte ich einen Leerstand. Und diese Säule, die ihr hier seht, das ist eigentlich die Säule eines ehemaligen Reitstalls. Also es war früher hier ein kleiner Pferdestall. Und ich habe die Schönheit dieses Raums erkannt und hatte eben dann die Möglichkeit, entweder ich vermiete an irgendwen oder ich mache da selbst etwas draus. Und habe dann lebenswert gegründet, ein Concept Store, weil es mir eben um viel mehr geht als um Kleidung. Und es geht mir eigentlich von innen nach außen. Also erstmal denke ich, sollten wir wissen, wer bin ich? Was bin ich? Was ist meine Aufgabe im Leben? Wo will ich hin? Und wie kann ich dem Menschen, der zu mir kommt und sich diese Fragen stellt, helfen, diese Fragen zu beantworten? Und was sich jetzt in den letzten Monaten tut, ist so unglaublich, weil ich natürlich am Anfang hier in einem kleinen Ort mit 8.500 Einwohnern erstmal auf sehr viele Fragezeichen gestoßen bin. Was macht die hier? Was will die hier? Wer ist das? Die kommt aus München. Oh Gott, das wollen wir eh nicht. Und bayerisch kann sie auch nicht. Das ist auch ganz schlecht. Und als Frau auch alleine, hat keine Kinder. Und was ist das für ein Mensch? Aber ich habe ausgehalten. Und das ist auch ein Teil des Mutes, dass man, wenn man weiß, man ist auf dem richtigen Weg und man weiß es so sehr. Und ich habe natürlich, weil ich ja als Mutfrau geboren wurde sozusagen, war ich schon in einem, ja, ich glaube, Angst ist mir nicht so vertraut. Also ich war immer bereit, neue Wege zu gehen und zu scheitern und Phönix aus der Asche. Also ich habe Asche gefressen, ja, weil ich wusste, ich stehe eh wieder auf und ich habe die Kraft und ich schaffe es. Und habe ich halt hier diesen Schritt gemacht in meiner Heimat eigentlich. Dennoch gibt es hier ja auch Menschen mit sehr viel Reserviertheit und Zurückhaltung und Angst vor Neuem und oh, was ist die verrückte Nudel, was will die nur? Aber dann da zu stehen und zu sagen, ich weiß, wofür ich brenne, ich weiß, wofür ich lebe und ich weiß, dass ich eigentlich Gutes in mir trage und es weitertragen will. Und ich habe mich heute ganz bewusst rot angezogen, weil für mich ist rot auch die Farbe der Liebe und der Energie und der Kraft. Und ich weiß aber auch, weil ich bin ja auch sehr groß, dass ich, wenn ich dann so gekleidet bin, mich eher so sehr zurückhaltend benehmen muss, weil rot und dann noch so aggressiv, dann denke ich, das ist too much. Also bin ich, wenn ich rot angezogen bin, eher so ruhig. Das geht bei mir sehr schlecht, weil ich eher so ein Energiebolzen bin. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, dass man mit Farben, und das versuche ich auch meinen Kunden immer zu transportieren, also ich habe hier Tausende von Stoffen und unglaublich viele Stoffe, die ich verwende in meiner Kleidung. Aber es geht nicht nur um die Farbe. Es geht auch um die Qualität. Die Qualität eines Stoffes und das vergessen wir leider sehr. Es geht bei den meisten Menschen um die Farbe und um den Preis. Also etwas muss eine Farbe lila haben und es sollte wenig Geld kosten. Aber Qualität von Stoff ist extrem wichtig, weil ein Stoff uns ja auch umhüllt und gut tun sollte und schmeicheln sollte auf der Haut. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass es auch um die Materialien geht. Und wenn wir denn das Geld nicht haben, uns einen Maßanzug oder einen Maßmantel zu machen,
dann könnte man ja auch sich einfach einen schönen Schal umtun aus Kaschmir oder so, der dann die Farbe hat, die man gerne hätte. Und es tut auch schon gut. Ja? Aber dennoch passiert es mir oft hier im Laden, dass die Leute erstmal schauen und ich lasse sie schauen und da gibt es sehr viel zu schauen. Und dann frage ich sie, ob sie sich denn wohlfühlen, so in ihrer Haut, in ihrer Haut. Und dann kommt sehr oft, naja, ich würde gern abnehmen und ich habe immer so einen Husten und mir geht es jetzt so schlecht wegen der ganzen Corona-Geschichte und das mit dem Krieg. Ja, und dann setzen wir uns hin und reden erstmal eine Weile. Und ich habe aber mittlerweile wirklich ein Netzwerk aufgebaut von Leuten, die ich dann empfehlen kann. Und was auch noch so fantastisch ist, dass hier diese Location einfach so als Veranstaltungsraum genutzt wird von Menschen, die sich einfach nur begegnen und zusammensitzen. Und ich sage, wir können irgendwie im Miteinander, lasst uns miteinander stärker sein und ohne Hierarchie. Jeder ist wichtig, egal wie alt und wie viel Geld er hat. Unser Prof hat mir mal einen Satz mitgegeben, wenn ihr irgendwie zu viel Respekt habt vor irgendwie ganz reichen Menschen, dann stellt ihn dir vor, wie er auf der Toilette sitzt, weil auf der Toilette schauen alle gleich aus. Und ich habe wirklich das einfach nicht. Mir ist egal, wer da meinen Laden betritt, er ist ein Mensch und er braucht mich, weil sonst käme er nicht rein. Und ich freue mich über jeden und ich schaue auch nicht, hat er jetzt eine Rolex oder welches Auto fährt er. Das ist mir völlig fremd, weil mir geht es einfach auch um die Herzenswärme, die jemand hat. Und ja, das ist das, was ich den Leuten, die hier reinkommen, glaube ich, auch so ausstrahle, dass jeder willkommen ist. Und auch wenn man sich die Dinge, die ich hier anbiete, vielleicht nicht leisten kann, da habe ich auch großes Verständnis, weil es gibt leider auch immer mehr Menschen, denen es einfach finanziell nicht gut geht. Aber einfach so diese Energie hier aufzunehmen und nach draußen zu tragen, das ist mir extrem wichtig. Und was ich eigentlich den Menschen jetzt hier durch diesen Vortrag mitgeben will, ist, dass Mut ist eine Entscheidung. Mut ist einfach ein Weg zu gehen, der in eine Richtung geht, in die man gerne hin will. Also man hat Visionen, jeder Mensch hat Visionen. Und wenn er gerade keine Vision hat, weil es ihm so schlecht geht, dann sollte er zugeben, dass es ihm schlecht geht. Und mir ging es auch schon so schlecht, dass ich nicht wusste, wie ich aus dem Bett komme. Aber es ist wichtig, einfach mal so einen Punkt zu finden, dass man sagt, jetzt will ich einfach, dass es sich verändert. Weil das Leben ist ein Geschenk und das Geschenk wurde mir gegeben. Und solange ich lebe, möchte ich, dass ich glücklich bin und dass es irgendwie weitergeht in meiner Entwicklung und dass ich Menschen treffe, mit denen ich Dinge teile. Und so lebe ich und das schon ziemlich lange. Und interessanterweise, hatte ich jetzt auch mal, gibt ja, wenn man über mich googelt, ganz viele super Bilder und alles irgendwie die Falten raus, die retuschiert und sowas. Ich freue mich so über das Älterwerden, weil ich finde, Älterwerden hat auch so wahnsinnig viel mit Erfahrung und Weisheit zu tun. Und ich bin jetzt jemand, der überhaupt kein Thema mit seinem Alter hat. Und wir Frauen leider unter dieser Wechseljahren und dieser ganzen Thematik leiden. Aber die Weisheit der Frau ist eine so wichtige und die Emotionalität von Frauen, die braucht unsere Gesellschaft einfach, dass wir irgendwie unsere Emotionen zeigen dürfen und in Liebe verbunden sind. Und ich spüre jetzt hier im Chiemgau, dass es genau der richtige Ort ist, hier zu sein. Und ich bin natürlich auch öfters in München in meinem Geschäft und mache dann da meine Termine mit meinen Mars-Kunden. Aber so rein von meinem Gefühl und von meiner Liebe bin ich sehr gerne in der Natur, weil ich die Natur brauche und weil sie mich inspiriert. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesem Ruf der Natur gefolgt bin. Und auch wenn es sehr viel Einsamkeit bedeutet hat zu Beginn, wenn man irgendwo ist, wo ein Herz hinruft oder trägt, dann sendet man ja etwas aus und findet dann die Menschen, die zu einem passen. Das passiert automatisch. Und das ist meine Erfahrung, die ich hier mache. Ja, genau. Also das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Einfach den Mut zu haben,
zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr so weiter, ich will, dass sich ein Wandel irgendwie in meinem Leben vollzieht und dann einen Schritt zu gehen, den ersten Schritt, das ist der wichtigste Schritt und das kann auch ein ganz kleiner, zippelkleiner Minischritt sein, aber erstmal in diese Richtung zu gehen und dann alles Weitere kommt und folgt und Leute kommen und gehen mit euch und begleiten euch. Der erste Schritt ist der wichtigste und das habe ich auch ein Buch mir aufgeschrieben. Der wurde heute schon mal so ähnlich gesagt, aber dieser ist von Gandhi. Wenn du wagst, wächst dein Mut. Wenn du zögerst, deine Angst. Und ich wünsche euch ganz viel Freude bei eurem ersten Schritt ins Wagen. Er lohnt sich. Das verspreche ich euch. Thank you.